Ich bin nun bei der benötigten Höhe. Da haben wir dann, da kommt dann unser Daumenstummel rein. So, ich habe nun die zweite, ich werde die letzten vier Runden kleines Bündchenmuster wieder mit einer Farbe stricken, weil es mir halt nicht gefällt, wenn ein Rippenmuster mit so einzeiligen Farbwechsel gefällt mir nicht so gut, schaut nicht so hübsch aus, finde ich. Gut, ich habe die andere Farbe habe ich bis dorthin gestrickt. So, wo sind wir da? Wo ich sie auch begonnen habe, aber das ist jetzt wirklich, ich habe sie hier begonnen. Und bis dahin habe ich sie auch gestrickt. Das ist jetzt ein bisschen Erbsenzählerei. Ist völlig wurscht eigentlich, wo du sie, völlig egal, wo du sie anfängst. Ich habe den Faden schon abgeschnitten, dann später zum Vernähen. Und jetzt stricke ich einfach rechts, links Rippchen weiter über vier Runden. Ganz einfach. Da musst du mir jetzt nicht dabei zusehen. Das ist ja, und du solltest hier bei diesem kleinen Bündchen auf die kleinere Nadelstärke wechseln, die du schon beim Bündchen ganz unten verwendet hast. Das habe ich hier vergessen, was mich dann später noch sehr ärgert. Und ich werde deswegen diese Stulpe zum Schluss auch noch einmal aufmachen, um dieses kleine Bündchen noch mit den dünnen Nadeln zu stricken. Also, dieses kleine Bündchen soll auch da oben an den Fingerknöcheln gut für einen guten Sitz sorgen und deswegen sollte man es eigentlich auch wieder mit der dünneren Nadelstärke arbeiten. So, und es geht ans Abketten. Natürlich auch nicht schwierig. Also, ich empfehle dir, hier elastisch abzuketten und nicht normal abzuketten. Normal würdest du eine stricken, die zuerst gestrickte drüber ziehen. Beim elastisch abketten machen wir eine stricken, also eine rechts stricken, eine rechts. Jetzt hast du zwei Fäden auf der Nadel. Mit der linken Nadel in beide Maschen von links einstechen und die rechte gleich verwenden, um die beiden Maschen rechts verschränkt zusammenzustricken. Ich muss da, glaube ich, wieder ein bisschen näher dran gehen, damit du besser siehst, was ich tue. Also du hast eine Masche auf der rechten Nadel, eine rechts stricken, mit der linken Nadel in beide Maschen einstechen und rechts verschränkt abstricken. Eine rechts, eine ist auf der rechten Nadel, eine rechts, von links in beide Maschen einstechen und diese beide rechts verschränkt zusammenstricken. Rechts, von links in beide Maschen einstechen, beide rechts verschränkt zusammenstricken und so weiter. Ich kann es wieder zurücknehmen. So machst du weiter über die ganze Runde. Fertig. Das wird natürlich nun hübsch vernäht, auch so, dass hier dieser Zacken nicht zu sehen ist. Aber das kennst du ja, das muss ich dir jetzt nicht noch einmal zeigen, denn da gibt es auch viele Videos dazu. Ja, das hätte es schon vertragen, dass man da mit den dünneren Nadeln strickt, aber mein Gott. So, jetzt können wir mal da Probe. Und da kommt dann unser Daumen rein. So, sehr schön. Also du siehst, dass den elastischen Rand verträgt es schon gut, weil du deine Finger ja auch bewegen möchtest, bequem. Da wird dann noch zusammengenäht. So, und jetzt zeige ich dir, was wir da mit diesem merkwürdigen
Hilfsfaden anstellen. Jetzt muss ich